Spitzensportler aus 17 Nationen und ein absolutes Traumwetter. Der ASFÖ King of the Lake präsentiert sich auch in der insgesamt 14. Auflage von seiner besten Seite. Das Event macht besonders erstens die Kulisse rund um den türkisblauen Attersee, die Berge, das wunderschöne Herbstwetter, die Straßensperre und auch die Länge von 47 Kilometern, die halt doch sehr lang ist für ein Zeitfahren. Zum ersten Mal in der King of the Lake-Geschichte dürfen dieses Jahr auch professionelle Damen mitmischen. In der Kategorie Elite Queen of the Lake setzt sich keine geringere als Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer die Krone auf. Und das mit einem beeindruckenden neuen Streckenrekord. Es war eines der Ziele, aber eigentlich setze ich mir lieber Ziele, die ich kontrollieren kann. Und ich kann am Ende nur meine eigene Leistung kontrollieren, also einfach meine Bestleistung abrufen. Das war mein Ziel. Und wenn dann als Nebenprodukt der Streckenrekord fällt, ja, umso besser. Bei den Elite-Herren räumt wiederum ein echter Wiederholungstäter ab. Julian Braun wird bereits zum 5. Mal Elite King of the Lake. Ja, das ist unbeschreiblich. Ich hatte schon unterwegs gemerkt, dass es heute für eine ziemlich gute Zeit reichen würde. Aber natürlich habe ich auf der Strecke keine Ahnung, wie die anderen Starter sind. Und dann ist es wirklich das erste Mal im Ziel, wo man dann realisiert, ja, es hat für den Sieg gereicht. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Der neuerliche Triumph von Julian Braun freut auch seinen Arbeitgeber, die Lenzinger AG, nämlich bereits langjähriger Partner des Radsportklassikers rund um den Attersee. Ja, das stimmt. Wir sind seit vielen Jahren Partner. Gute Frage, warum? Weil das gehört zu unserer Region hier, die wir sponsoren. Wir sponsorieren den King of the Lake, Salzkammergut-Festivals, auch das Pro Beach Battle. Also alles, was so hier in der Nähe von unserem Hauptstandort ist, da sind wir gerne mit dabei. Wir sind ein globaler Konzern, aber wir kommen vom Attersee und da sind wir stolz drauf und da sponsorieren wir auch gerne. Besonderen Grund zu feiern hat auch Daniel Hochstrasser, der Lokalmatador, lässt alle anderen Amateursportler hinter sich und wird somit zum King of the Lake im eigenen Wohnzimmer. Ja, das macht es natürlich erst so was ganz Besonderes. Ich bin auch beim veranstaltenden Verein und im Organisationsteam von dem Event. Und wenn man dann das eigene Heimrennen gewinnt, mit all seinen Freunden und der ganzen Familie da, das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann. Komplettiert wird das Siegerfoto noch von Alexandra Krenmeier, die sich den Titel Queen of the Lake sichert. Würdige Sieger und insgesamt 1400 tapfere Starter beim ASFÖ King of the Lake 2024. Und damit kann das Training für die Neuauflage im kommenden Jahr jetzt schon beginnen.